Hallo meine Besten und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das hier ist ein Novum. Zum ersten Mal sitze ich vor der Kamera und nicht dahinter. Zum ersten Mal habt ihr ein Gesicht zu meiner Stimme. Aber genug zu mir, denn heute geht es um das Pixel 6 Pro, auf dem die Android 13 Beta läuft. Ich zeige euch die Neuerungen, ich zeige euch die Fehler, die mir aufgefallen sind und ich verrate euch, ob ihr diese Beta installieren solltet oder doch lieber auf die finale Veröffentlichung der stabilen Version warten solltet. Let's go. Mein letztes Video zu Android 13 Beta ist 3 Monate her. Damals war es die Beta 1. Aktuell sind wir bei 4.1. Diese Version bringt uns die Plattformstabilität und ist die letzte vor der stabilen Veröffentlichung. Das heißt, dass die Entwickler-APIs und das appbezogene Verhalten endlich final sind. Generell lag das Augenmerk bei 4.1 auf Fehlerbehebung, Feinschliff sowie Leistungsverbesserung. Optische Neuerungen gibt es nicht. Dafür gab es in den vorherigen Versionen viele Neuerungen. Beginnen wir mit dem Easter Egg für Android 13. Hierzu gehen wir in die Einstellung, stellen die Uhr auf 13 Uhr und genießen das Easter Egg. Bei längerem Druck wechselt der Hintergrund, wovon es mehrere gibt. Auf dem Homescreen finden wir gleich 2 Neuerungen. Zum einen ist der Swipe-Balken für die Gestensteuerung größer und prominenter geworden und zum anderen wurde das Google Lens-Symbol erneuert. Das Akku-Widget kann jetzt verschiedene Größen einnehmen und zeigt die Akkustände mehrerer Geräte. Neu ist auch die Möglichkeit, einen App-Raster von 6x5 einzustellen. Das geht allerdings nur für Geräte mit großen Displays, wie Foldables oder Tablets. Auf dem Pixel 6 Pro kann man es in den Entwickleroptionen auch erzwingen, indem man die geringste Breite auf beispielsweise 611 hochsetzt. Bleiben wir bei den Entwickleroptionen, denn hier gibt es eine weitere nützliche Funktion bezüglich des Splitscreens. Die Instagram-App lässt sich zum Beispiel nicht im Splitscreen-Modus verwenden, aber man kann es erzwingen und es funktioniert. Diese Funktion nennt sich Mehrfenstermodus für nicht änderbare Größen aktivieren. Wer denkt sich bloß solche Beschreibungen aus? Mann, Mann, Mann. Egal, weiter. Die Darstellung der Copy-and-Paste-Funktion ist auch neu. Links sieht man den kopierten Text und rechts davon hat man die Möglichkeit, den kopierten Text zu teilen. Sehr simpel, sehr übersichtlich. Tastatur immer anzeigen ist eine weitere Neuerung. Wenn auf dem Homescreen nach oben gewischt wird, taucht die Tastatur automatisch auf. Zudem wurde die Suche im Websuchen erweitert. Hierbei werden Webergebnisse angezeigt, wie der Name schon sagt. Beide Funktionen können bei Nichtgefallen deaktiviert werden. Das, meine Besten, waren die Neuerungen. Kommen wir nun zu den Fehlern, die mir persönlich aufgefallen sind. Der häufigste Fehler ist, dass sich die YouTube-App aufhängt. Auch friert der Lockscreen oft ein, sodass ich mehrere Sekunden nichts machen kann. Diese 2 Fehler kommen zwar oft vor, aber sind schnell behoben. Schlimmer ist das Wärmeproblem. Wenn mein Pixel 6 Pro nicht genutzt wird, jetzt passt auf, und auf dem Schreibtisch vor sich herumdumpelt, ist die Rückseite immer warm, obwohl ich nichts damit mache. Nutze ich das Pixel dann, wird es sogar heiß. Ja, so heißt, dass ich es an manchen Tagen weggelegt habe, damit es abkühlen kann. Das Gerät erhitzt sich einfach ziemlich stark. Deshalb nutze ich es aktuell auch nicht. Ich habe meine SIM-Karte entfernt und in das Z Fold 3 gepackt. Ich hoffe, dass es bei der finalen Version behoben sein wird. Apropos finale Version. Wann kommt sie denn? Naja, die Chancen stehen gut, dass die finale Version schon im September veröffentlicht wird. Also noch vor der Pixel 7 Reihe. Mal sehen, ob sich die Leaks und Gerüchte bewahrheiten. Kommen wir zum Schlusswort. Empfehle ich die Installation der Beta auf eurem Hauptgerät? Nein. Bitte installiert sie nicht und habt noch ein wenig Geduld, bis die stabile Version veröffentlicht wird. Das Gerät wird wirklich ziemlich heiß und kann dann nicht verwendet werden. Wir sind am Ende dieses Videos angelangt. Freut euch auf die kommenden Tage, denn ich habe das Galaxy Z Fold 4, die Galaxy Watch 5 sowie die Galaxy Buds 2 Pro vorbestellt. Es wird also viele Unboxing-Videos und Vergleichsvideos geben. Macht es gut und bleibt gesund. Ciao. Hallo meine Besten und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das hier, das ist ein Novum, denn zum ersten Mal sitze ich vor der Kamera und nicht dahinter. Das ist das erste Mal, dass ihr ein Gesicht zu meiner Stimme habt. Aber genug zu mir, heute geht es um die Android 13 Beta auf dem Galaxy